Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen! Niemand mag Rechthaber. Deswegen verzichte ich auch darauf, zu wiederholen, was die AfD seit über 4 Jahren in jeder Haushaltsdebatte gefordert hat. Entscheidend ist, der Groschen scheint jetzt auch bei der Regierung gefallen zu sein. Mit Ausnahme weniger Linkspazifisten sind sich in diesem Haus alle einig, Deutschland braucht eine einsatzbereite Bundeswehr, und die 100 Milliarden Finanzierung ist der notwendige Startschuss dafür. Um die Mittel aber auch richtig einzusetzen, muss die Bundesregierung jetzt die Reform des Beschaffungswesens angehen. Tut sie das nicht, werden die fehlenden Waffensysteme nicht schnell genug in der Truppe ankommen. Die AfD fordert deshalb, und Achtung, Lösung, die AfD fordert deshalb die Aufhebung der Trennung von 87a und b Grundgesetz. Damit würde die Truppe endlich unmittelbar an der Bedarfsdeckung beteiligt werden. Zudem fordert die AfD die Reaktivierung der Wehrpflicht. Jetzt erst recht. Denn mehr Waffensysteme brauchen auch mehr Soldaten. Eine Zweckentfremdung der Mittel darf es hingegen nicht geben. Wir sagen klar, die Bundeswehr zuerst. Sehr geehrte Kollegen, fast jeder von Ihnen spricht immer von der persönlichen Ausstattung unserer Soldaten, wenn es um Ausrüstung geht. Das ist für deutsche Verteidigungspolitiker offenbar ein beliebter Ausweg, um den Wählern die brutale Zumutung eines Landkriegs zu ersparen. Persönliche Ausstattung klingt nach mütterlicher Fürsorge mit Socken und warmen Jacken. Aber wir reden hier über Waffensysteme, die unser Land in die Lage versetzen, eine Invasion, wie sie gerade 1000 Kilometer von uns entfernt stattfindet, aufzuhalten. Dafür reichen keine Schutzwesten. Dafür braucht es überlegene Feuerkraft an Land, in der Luft und zur See. Die Aufrichtung von Deutschlands Streitkräften braucht auch das richtige Personal. Die Presse zweifelt bereits an der Eignung von Verteidigungsministerin Lambrecht für diese Mammutaufgabe. Die Bild fragte gestern, kann diese Ministerin Krieg? Das muss sie bis jetzt glücklicherweise noch nicht können. Aber sie muss die größte rüstungspolitische Offensive seit Aufstellung der Bundeswehr managen. Und dafür ist es zwingend erforderlich, Vertrauen in den Apparat, Vertrauen in die Soldaten zu haben. Die Verteidigungsministerin selbst muss nicht jedes Detail der Umsetzung kennen. Sie muss aber der Funktionsweise von Streitkräften vertrauen und sie akzeptieren. Und sie muss wissen, dass Soldaten eben nicht nur einen Job machen, Frau Ministerin. Die Bundeswehr, wenn man sie richtig führt und ihre Fähigkeiten entfalten lässt, ist ein sehr effektiver Apparat, vermutlich der beste, den Deutschland hat. Jetzt ist es die Zeit, diesem Apparat und unseren Soldaten zu vertrauen. Meine Damen und Herren, ohne Geld wird es keine einsatzbereite Bundeswehr geben. Aber ohne Motivation, ohne Hingabe, ohne festen Willen, Deutschland zu verteidigen, wird es auch keine einsatzbereite Bundeswehr geben. Letzte Woche sprach Präsident Zelensky aus dem belagerten Kiew zu uns. Ein echter Kriegspräsident, der sein Volk in schwerster Stunde führt, motiviert, am Leben hält. Ein Präsident, der auf sein Privileg verzichtete, evakuiert zu werden. Wir sehen ukrainische Männer, die in Scharen zu den Waffen greifen, um russische Panzer abzuschießen. Wir sehen ukrainische Frauen, die zu den Waffen greifen, um russische Panzer abzuschießen. Wir sehen ein Volk, das der Welt zeigt, wozu Vaterlandsliebe und Zusammenhalt fähig sind. Können wir Deutsche das auch?
Eine Umfrage der INSA ergab, dass nur 3 von 10 Deutschen willens sind, unser Land zu verteidigen. Wenn das stimmt, hat Deutschland ein Problem, das nicht mit Geld zu beheben ist. Um in Zukunft das zu schaffen, was die tapferen Ukrainer jetzt leisten, muss jeder, dass er es mit Deutschlands Wehrhaftigkeit ernst meint, an einer geistig-moralischen Wende an unserem Land, für unser Land mitarbeiten. Der Überfall auf die Ukraine ist der letzte Warnschuss. Nehmen Sie ihn bitte ernst.